Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with another video. Wie spielt man Tekken 7? Und zwar habe ich das so gemacht, ich weiß, es ist schon lange her. Ist mein Mikrofon an? Ja, mein Mikrofon ist an. Ich weiß, es ist schon lange her. Aber das Ding ist, ich habe mir immer wieder mal Sachen aufgeschrieben und habe gedacht, okay, das fehlt noch, das fehlt noch. Und das jetzt über eine sehr lange Zeit. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, dass ich ein Part für das da aufgenommen habe. Ja, und jetzt habe ich genug zusammen, dass ich sagen kann, okay. Also, falls mir jetzt wirklich noch was einfallen sollte, dann müsste das sehr, sehr lange dauern, weil weiter bin ich selbst noch nicht, okay? Und ja, das sind halt noch so wichtige Sachen, noch so Kleinigkeiten zwischendrin, die man wahrscheinlich noch nicht genau genug besprochen hat. Deswegen lasst anfangen, und zwar kommen wir zuerst zur Stance. Es gibt verschiedene Charaktere mit Stances. Horlang ist einer davon. Ich mache mal schnell meine Befehlseingabe ein. Anzeige, so. Da seht ihr es. Kann ich euch nochmal in der Liste der Angriffe zeigen. Und zwar Stance, Disrespect. Das ist eine Stance. Und je nach Stance hat jeder Charakter an sich verschiedene Attacken. Jin hat eine, selbst Law hat eine. Also verschiedene Charaktere haben verschiedene Stances. Es gibt auch Charaktere, die keine Stance haben. Aber Stance, das ist einfach nur ein neuer Stand. Eine neue Position mit neuen Möglichkeiten. Dann gibt es aber noch Probleme bei Stances, und zwar bei solchen Stances wie Horan, seiner Flamingo-Stance, ist jetzt egal ob Left oder Right, würde mich der Gegner jetzt währenddessen angreifen, ohne dass ich was mache, dann werde ich getroffen. In solchen Stances kann man sich nämlich nicht verteidigen. Das ist das Problem an dem. Aber sie bieten, wie gesagt, neue Möglichkeiten, also müsst ihr für euch selbst rausfinden, gehe ich jetzt in eine Stance, gehe ich nicht, bringt es was. Meistens in Combos ist es gut, um euren Combo zu optimieren oder um den Gegner vielleicht ein bisschen Angst zu machen oder sowas, aber die ganze Zeit jetzt so in einer Stance zu stehen, wo ihr keine Verteidigung habt, ist nicht gut. Das sollte eigentlich genug zu Stances sein, weil ich kann jetzt nicht für jeden Charakter jede Stance an sich besprechen. Das wäre zu viel. Wo wir dann schon mal bei Stances sind, kommen wir dann nochmal zum Mix-Up. Ich weiß, ich habe das schon besprochen. Und es wird immer wichtiger, je besser ihr werden wollt. Und zwar müsst ihr echt gucken, dass ihr nicht die ganze Zeit hi, und dann mal mit. Ja, und dann irgendwie low oder immer high mit low. Ihr müsst echt gucken, okay, wie verteidigt der Gegner sich gerade, wo kriege ich ihn auf jeden Fall, weil selbst sowas, ja, wie viel ist das? 7 Schaden, selbst sowas kann match entscheidend sein, ja, selbst sowas ist sehr wichtig, ja, oder so, oder der hier, nur so kleine Dinge. Immer gucken, dass die Gegner sozusagen nicht voraussehen kann, was ihr macht. Immer ein bisschen mixen. Jetzt nicht zu viel, sondern manchmal den auch zeigen, okay, ich kann auch mal wo bleiben, aber ihr müsst da eure goldene Mitte finden. Und das ist sehr wichtig. Das ist eigentlich wichtiger als Combos, um besser zu werden. Ja, was kann man dazu sagen? Je unvorhersehbarer eure Mix-Ups sind, ja, vor allem Mix-Ups sind, sowas hier. Wartet mal. Ja, ihr fangt mit 1-2 an, ja, und dann macht ihr Forward-Forward mit Holland jetzt zum Beispiel, ja, würdet ihr jetzt das die ganze Zeit machen, da würde er sehen, okay, das sind alle Sides, die kann ich ja alle ducken, kann ich euch zeigen. Und zwar hier stand Hocker. Ja. Ja, kann er ja alle ducken. So, und wenn er das weiß,
dann macht ihr einfach sowas. Ja, genau. Hier den hier zum Beispiel. Seht ihr? Hi, hi, meet me. Ja? Und wenn er sich dann duckt. Okay. Dann kriegt er 40 Schaden. Und beim nächsten Mal, wenn ihr den hier machen wollt, steht er plötzlich und versucht sich zu verteidigen. Dann geht ihr low. Ja, das sind Mix-Ups. Durch die Verteidigung des Gegners gehen und immer abmixen, so dass er das Muster von euren Angriffen nicht durchschauen kann. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Okay? Gut. Dann hätten wir das auch. Tracking Wild Running 3 wäre das nächste. Und zwar ist es so. Jetzt probieren wir das mal so. Nochmal von vorn. So, okay, das sollte reichen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht am Ende, aber gut. Seht ihr, der Sidewalk. Und wenn das Timing nicht stimmt, dann trifft's ihn. So, seht ihr, manchmal geht's, manchmal nicht. Es ist also nie garantiert, weil es von sehr vielen abhängt. Das wollte ich nur euch damit sagen, bevor ihr euch wundert von wegen. Ja, der hat doch gesagt, beim Wild Running, das kann man doch sidesteppen oder sowas. Warum funktioniert das bei mir nicht? So. Dann kommen wir zu den Unblockables. Nein. Die müssten eigentlich immer vor den 10er Hits sein. Ja gut, bei Horlang, er hat da seine Stances. Also, Unblockables sind sowas. Ihr seht, die leuchten, wenn sie treffen, gibt es ein Ausrufezeichen. Und sie heißen nicht umsonst Unblockables. Die Dinger sind wirklich unblockbar und machen 40 Schaden. Man denkt schon, das ist viel. Es gibt Leute, wie zum Beispiel auch Horlang oder Lee, oder ich weiß jetzt gar nicht mehr noch, aber es gibt Leute, die haben mehrere Unblockables. Und ja, wie gesagt, Ausrufezeichen, unblockbar, warum nicht öfter benutzen? Gebe ich euch mal ein Beispiel. Es passt, ich könnte jetzt auch sowas machen. Ihr seht, Gegenangriff, Counter, Punish. Das passiert dann, wenn euer Gegner. Also es ist gut zum Einschüchtern, vor allem wenn der Gegner in der Ecke oder gerade beim Aufstehen ist, weil er dann in Panik versetzt ist und nicht weiß, was er machen soll. Aber wenn ihr das macht, seid ihr gleichzeitig. Also so verwundbar wie in einer Unblockable kann man gar nicht sein. So krass verwundbar. Okay? Deswegen machen es schon. Sag ich jetzt mal, mittelmäßiger Spieler schon nicht mehr, weil sie wissen, wie schlecht es eigentlich ist. Klar, man kann sich nicht dagegen verteidigen, es zieht viel und es ist angsteinflößend für manche, warum sollte man es nicht nutzen? Aber bevor ihr dann, warum funktioniert mein Just Free jetzt? Geht doch. Bevor ihr dann sowas kassiert, 75 Damage für nix, ja? Und er hätte mir jetzt damit maximal fast 40, fast das Doppelte habt ihr dann dafür kassiert. Aus diesem Grund macht man diese Dinger nicht. Ich wollte euch sagen, es gibt die, es gibt Leute, gegen die sie treffen, wenn ihr es geschickt einsetzt, wie auch immer. Aber im Normalfall sollte man das echt nicht tun. So, jetzt kommen wir zu etwas, da habe ich jetzt Horlang genommen, es gibt wahrscheinlich auch mehrere Charaktere, aber bei Horlang steht er eigentlich normal auf. Ja,
bei Holland ist es mir jetzt am einfachsten gefallen, das rauszufinden. Und zwar müsst ihr aufpassen, das sind sogenannte Setups, ja. Wenn ihr bestimmte Moves vorher macht, damit die nachfolgenden Moves mit Absicht treffen. Ich kann euch mehrere Setups zeigen. Mit Jin könnte ich euch jetzt auch nochmal was zeigen. Das mache ich dann danach. Ich zeige es euch jetzt erstmal mit Holland. Und zwar, wenn ihr den grabt und der Gegner ist auf dem Boden und ihr macht das, habt ihr ihn Backturn hochgeschleudert, wenn ihr schnell genug seid. Gibt es noch was? Und zwar wegen Holland Back 3. Das hier habe ich euch ja schon gezeigt. So. Und was passiert, wenn der Gegner jetzt an der Wand ist? Das zeige ich euch jetzt ganz kurz. Seht ihr das? So, warum passiert das? Tja, die Hitbox und die Hurtbox, also das, was trifft gegen das, was... Also der Angreifer gegenüber dem Verteidiger, obwohl der Verteidiger sich nicht verteidigt, ja? Das erste Element gegen das zweite Element, der erste Charakter gegen den zweiten Charakter, besser kann ich es nicht erklären, so, sind in so einer Position, weil das hier ist ein Mid, ja, aber guckt euch mal an, von wo die Hurtbox bzw. Hitbox startet, und zwar von ganz unten, da, also, ja, ab, ich kann es gar nicht richtig bestimmen, ich sag mal ganz unten, sagen wir einfach ganz unten, ja, der tiefste Nullpunkt. So, da fängt die Hurtbox an, obwohl es ein Mid ist, ja. Das gibt es bei verschiedenen Charakteren, verschiedene Moves, ja. Und deswegen trifft sowas auch, wenn der Gegner auf dem Boden ist. So, macht ihr aber sowas, seht ihr? Da muss es linear sein, weil das Ding ist, der Kopf ist da... Die größte Hitbox. Und deswegen ist sowas möglich. Man kann da natürlich ausweichen. Und das könntet ihr jetzt zum Beispiel spammen. Es gibt mehrere Charaktere, die können das und der Gegner kann nichts machen, außer dagegen richtig aufzustehen. Und zwar Seitenrolle rechts. So, seht ihr? Entkommen. Das sind sogenannte, ja, man kann, könnte das auch eine Tag Trap nennen. Ich zeige euch nochmal eine nachher mit Jin. Aber nur, dass ihr wisst, dass es solche Sachen gibt in dem Game. Und es gibt nur besondere Wege, mit denen man ausweichen kann. Und natürlich, wenn ihr den Gegner schon in so eine Position gebracht habt, dann nutzt sie auch aus. Also ganz ehrlich. So. Das Floating wäre der nächste Punkt. Das gibt es leider nicht mehr so krass in Tekken 7. In Tekken Tag 2 war das noch richtig krass. Ich mach mal mit einer Vorwärtsrolle. Und zwar. Ja. Genau das meine ich. Ich habe jetzt gerade eine Einladung erhalten, aber da kann ich nicht rein. I'm sorry. Ja. Es funktioniert. Seitenrolle, mittlere Tritt beim Aufstehen. Kreuzschlag ist das was? Nee. Ja doch, da. Hier funktioniert. Auf jeden Fall kriegt ihr dann jetzt zum Beispiel so ein Combo raus, ja. Das ist möglich bei sowas. Das ist sogenanntes Floating. Früher gab es die Rückwärtsrolle und selbst bei der normalen Vorwärtsrolle ohne diese Parade da war es möglich, den Gegner zu floaten, ja. Sowas nennt man halt Float. Und in Tekken 7 gibt es das jetzt nur noch in bestimmten Situationen wie das hier gerade. Also es wurde sehr genervt. So. Nach Floating kommt Airborne und zwar... Der einfachste Beispiel überhaupt. Dieser Kick hier. Seht, wie er hoch erschleudert. Macht man das mal kurz weg, das regt auf. So. Der schleudert
sehr hoch, macht 20 Schaden, okay? So, was passiert jetzt, wenn ich das in der Luft mache? Der hat nicht wirklich wieder hochgeschleudert und hat dieses Mal nur 14 Schaden gemacht, ja? Das, sowas, wenn Attacken wie solche, die jetzt keine Ahnung, juggled sind oder sonst was, wobei jede Attacke in der Luft ist eigentlich ein Juggle, sagen wir, kein Combo Extender ist oder ein Launcher, während der Gegner in der Luft ist, ja? Sowas nennt man Airborne Hits, ja? Weil sie in der Luft treffen. Bei Airborne Hits müsst ihr immer davon ausgehen, egal welche Attacke ihr gemacht habt, sie wird immer weniger abnehmen als normalerweise und sie wird nie das gleiche hervorbringen, wie wenn ihr einen Standing Gegner damit erwischt. Ja, das muss klar sein. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwas machen wollt, irgendein Combo, ja, der Gegner ist aber, weil er aus Versehen gepresst hat durch einen Counter-Hit, ist jetzt irgendwie in die Luft gekommen und ihr habt, keine Ahnung, sowas gemacht. Dann habt ihr ihn airborne getroffen oder er springt hoch. Sagen wir, er springt hoch. Ich zeig's euch mal erstmal hier. So sieht es normal aus. 42 Schaden, 2 Hits. So. Jetzt sagen wir den, der soll springen. Okay. So, abspielen. Seht ihr? 29. Davor war es 42, jetzt sind es 29. Und je nachdem verursacht euer Treffer auch was anderes an Gegnern. Ja? Tailspins sind dann immer sehr gut zu converten, also umzudenken. Oh Mist, ich habe ihn gerade airborne erwischt. Schnell irgendwas machen, damit ich ihn Tailspin kann. Wenn mir jetzt was einfallen würde. Na komm. Hier. Sowas, ja. Ihr müsst sozusagen immer vorbereitet sein, den Gegner airborne zu erwischen. Und müsst sowas wie eine Vorlage schon parat haben, dass, falls es mal aus Versehen und selbst in den kritischsten Momenten dazu kommen sollte, dass ihr dann nicht einfach sowas. Oh Scheiße, jetzt ist gar nicht das hier passiert. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, ja? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das solltet ihr euch auch antrainieren. Im Practice Mode kann man das machen ohne Probleme. Einfach den Gegner springen lassen. Einmal gucken, was macht es im Normalfall. Ja, ich wollte mit Forward 3 machen. Im Normalfall und einmal, wenn es airborne ist. Okay? So, ich zeige euch zuerst nochmal ein Setup zu dem zurück, was ich mit Holland gemacht habe. Das muss man halt richtig timen. Ich kann das noch nicht so gut, ich habe das erst vor ein paar Tagen gelernt. So, und wie ihr wisst, wenn jemand Backturn ist, man kann sich ja da nicht verteidigen, selbst bei einem String. So, nein, nicht jeder Charakter kann das, jeder Charakter hat sein eigenes Setup, da könnt ihr wieder nachgucken, selbst was rausfinden ist euch überlassen, aber nur, dass ihr wisst, dass es sowas gibt. Bei Jin war es das jetzt so, dass wenn der Gegner an der Wand ist und ich mache den hier und mache einen Seitenschritt im richtigen Moment, dann dreht sich der Gegner, also er steht so auf, weil er durch den Schlag und den Sidestep denkt, ich wäre praktisch auf der anderen Seite, weil dieser Schlag ja nochmal ein extra Sidestep ist. Ich könnte euch jetzt mal zeigen, was passiert, wenn... Seht ihr? Ich habe gar keinen Sidestep gemacht, sondern einfach zweimal diesen Move hier, der einen Sidestep drin hat. Und er hat sich automatisch schon... hat er sich gedacht, ich wäre immer noch in der Mitte. So, das sind sogenannte Setups.
Dann gibt es einen Hard Knockdown und das ist meistens auf Counter. Bei Jin wäre das jetzt vor, das hat jeder auch anders. Und zwar ist es sowas wie das hier. Aber wenn ich jetzt das hier normal habe und das hier auch, dann wird er ganz normal aufstehen und ich will nicht, dass du nach hinten aufstehst, sondern einfach nur aufstehst. So. Ja, dann steht er ganz normal auf. Bei einem Hard Knockdown. Seht ihr? Wie er erstmal zu Boden fällt und dann braucht er eigentlich sogar länger, um wieder aufzustehen. Das heißt, solche Sachen, und die haben auch mehrere Charaktere, wie jetzt Jin's Down 2, so extra Angriffe für Boden, weil wenn der Gegner nicht auf dem Boden ist, dann macht er das auch nicht. Der macht es wirklich nur, wenn der Gegner auf dem Boden liegt. Solche Dinger sind dann garantiert bei einem Hard Knockdown. Ich weiß auf jeden Fall, Paul hat sowas mit seinem Down 2, dann gibt es diese Stumps, diese, wo ihr auf den Gegner drauf tretet, während er auf dem Boden liegt. Das hat Fang, das hat Dragunov, das hat Kazuya, das hat Hey Haji, das haben sehr viele. Und ja, wie gesagt, dafür Hard Knockdowns benutzen oder auch Staggers. Das Problem ist, mit Jin ein Stagger zu zeigen. Stagger wäre eigentlich sowas. Aber ich wollte euch einen ganz bestimmten zeigen, und zwar den Magic 4 Stagger. Bevor ich jetzt aber wieder Charakter wechsle, zeige ich euch noch was anderes ganz kurz. Und zwar, das ist jetzt ein Schritt aus der Reihenfolge raus, also ich habe jetzt einen Punkt umgedreht, aber das ist jetzt wurscht. Und zwar wisst ihr ja, manche Charaktere können Wave Dash. Die Mishimas, Bob, Horlang, King hat einen sehr speziellen. Ansonsten fällt mir gerade keine ein. Ja, und zwar ist es so, ihr habt ja während den Wave Dash, während des Wave Dashes, die Möglichkeit, High, Mid und Low anzugreifen. Oder sogar CD-Moves zu machen, also Crouch Dash, wo ihr nur einmal einmacht und dann irgendwas drückt, also 1, 2, 3 oder 4. So. Das While Standing 4, das CD4 ist so gut wie bei jedem das gleiche. Außer ihr macht wirklich ein ja, das While Standing 4, wenn ihr wirklich ein CD4 macht, kommt bei den meisten Mishimas ein Hellsweep raus. So. Aber worum es ja eigentlich geht, ist, wenn ich ja hier schon solche Attacken und selbst solche machen kann, also außen Wave Dash eine Forward Attacke und zwar direkt, dann müsste es doch noch was anderes geben, was möglich ist, und das ist auch möglich, das ist aber das Schwierigste von allem, und zwar die Wild Standings während des Wave Dashes, nicht nach dem Wave Dash, sondern während dem Wave Dash. Dazu gibt es noch eine Vorstufe und das ist das sogenannte Crouch Cancel. Und zwar wollt ihr während des Wave Dashes abbrechen, ja, um Mind Games den Gegner irgendwie kaputt zu machen, keine Ahnung. Und zwar sagen wir jetzt mal Electric, ja. Die Electric, also ja, der EWGF, der ist ja nicht aus einem Wave Dash möglich. Weil, wenn ich während eines Wave Dashs 2 drücke, dann kommt bei mir das CD2 raus. Sozusagen der EWGF ohne Electric, also WGF. So, will ich aber trotzdem direkt nach einem Wave Dash ein Electric machen, muss ich Crouch canceln. Und wenn ihr das ins Wörtliche übersetzt, dann sagt es das eigentlich auch schon. Ihr unterbricht euren Crouch, euren Duck. Ja, das unterbricht ihr, damit ihr steht während des Wave Dashes kurz, und dann könnt ihr trotzdem so schnell eine Electric machen, dass der Gegner gar nicht sehen kann, ob es jetzt während des Wave Dashes oder erst danach war. Darum geht es eigentlich nicht, es geht eher um das Timing, ja, dass ihr
obwohl ihr im Wave Dash seid, trotzdem genauso schnell eine While Standing, also eine Neutral Attacke machen könnt. So, jetzt hat es teilweise funktioniert. Hier Unterschied. Das war jetzt sehr, sehr langsam, aber so im Ungefähren funktioniert es. Und wenn ihr es perfektioniert, dann sieht es sogar noch besser aus wie bei mir. Bei mir geht es gerade halt ein bisschen schlecht. So, dann hätten wir das. Ja, und dann habt ihr eigentlich schon gesehen, dass. Also, wenn ihr jetzt versuchen würdet, einen Wild Standing Move zu machen, ja, während des Aufstehens 2 zum Beispiel, das hier ist Jin's Wild Standing 2, würdet ihr das jetzt versuchen, während deines Wave Dashs, würde das hier dabei rauskommen. Ja, toll. Wenn der Wave Dash mal funktioniert. Ich zeig's euch jetzt mal. Oh, ja, würde das hier dabei rauskommen. Oder das. Oder das. Also alles außer dem hier würde dabei rauskommen. Ja? Weil ihr den Wave Dash wieder unterbrechen müsst und diesmal nicht um im Standing eine Attacke auszuführen, sondern im Crouch. Und das macht ihr aber nicht, während ihr nach vorne geht. Sondern während ihr im Crouch seid, unterbricht ihr den Crouch, indem ihr kurz nach hinten drückt. Das ist High-Level-Skill, sage ich jetzt mal. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich kann es noch nicht perfekt. Ich bin da noch am Üben, aber ich wollte euch auf jeden Fall sagen, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, auf der billigsten Basis ist es das hier. Ja. Zack, 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 zack. Seht ihr, zack, zack. Guckt mal da unten bei meiner Eingabe rein. Na, komm schon. Seht ihr das? So. Und das müsst ihr halt lernen nach mehreren Wave Dashes bzw. Aneinanderreihung von Crouch Dashes hinzukriegen. Wenn ihr zu schnell seid, funktioniert es natürlich nicht. Ich krieg's noch nicht in meinen Wave Dashes zu schnell, aber wenigstens wisst ihr jetzt, worum es geht. So, und zwar bei Counter Hit. Ich lade jetzt mit Absicht auf, weil ich jetzt nicht extra auf Counter Hit gehe. Wenn ihr vordrückt und den Counter Hit durch einen vorkriegt, dann ist es das sogenannte, es wurde halt Magic 4 genannt. Eigentlich ist es Counter Hit While Standing 4. Man nennt es aber Magic 4, weil es ist eigentlich der schnellste und einfachste Counter Hit Launcher und die meisten haben ihn. Ja, selbst bei anderen Charakteren, den Magic 4 nicht so ist, selbst die kriegen ein Magic 4 dabei raus. So, was ist bei dem so wichtig? Also ich zeige euch erstmal, also ich könnte jetzt eigentlich, ja nee, ich mache es ohne Ground Break. So, 55 Schaden aus einem gut getimten 4. Das ist eigentlich schon Erklärung genug. Weil ich kann jetzt zum Beispiel auch sowas machen. 55 und das war schon mit normalem Launcher. Wir können es auch übertreiben. So. 72, weil das mit der Wand war ein Schaden. 72, ja. Überlegt mal. Und ich habe dabei sowas gemacht, was eigentlich auch noch ziemlich riskant und punishbar ist, ja. Und mit sowas an den Gegner mal ranzugehen und einfach mal zu drücken, um zu gucken, weil dafür werdet ihr auch nicht bestraft und sie nicht gepunished. Da kann der Gegner nichts machen. Und es ist zwar ein Hai, er kann sich dagegen ducken, aber den könnt ihr theoretisch, wenn ihr immer hin und her geht und immer euer da Guessing Game macht mit eurem Mix-Up, könnt ihr den immer wieder reinhauen und sobald sich dann die Chance gibt, direkt euer vorgeübten Combo dabei raushauen. Warum mache ich zum Beispiel stattdessen sowas? Ja? Oder einfach so? 22. Das ist ja gerade mal nur ein Drittel davon. Das ist jetzt ein sehr grobes Beispiel. Das kann noch sehr krass ins Detail gehen. Ich versuche das hier gerade so einfach
wie möglich darzustellen, wirklich so einfach wie möglich. Ja. Also, anstatt diesen 6-Hit, weil sie sich fast 70 Damage zu machen, warum mache ich den hier? Sowas. Ja? Der nur, keine Ahnung, 21, 22 abnimmt. Weil ich dadurch meinen Gegner in eine bestimmte Position gebracht habe, mit dem ich ihn mit diesem Combo hier gar nicht hätte bringen können. Und zwar. Was war mit dem hier? Bam. So. Seht ihr? Und schon habe ich einen Vorteil daraus gezogen. Allein aus der Position, weil ich mit einem kleineren Combo, mit einem Combo, der zuerst weniger Damage gemacht hat, angefangen habe. Versteht ihr? Deswegen sollte man, wenn man sich seine Situation bewusst ist, nicht gleich auf Max Damage gehen. Und zwar Neustartposition Standard. So, das hier. Das hier ist eigentlich kein Combo, weil nach den zwei Moves hier trifft eigentlich nichts mehr. Es trifft eigentlich nichts mehr. Aber das hier ist ein vorgefertigtes Setup, das, wenn es in der richtigen Position trifft, ist es ein Reset. Ist gerade sehr schwer zu holen, ist, weil er irgendwie keine Lust hat. Ich probier's mal auf Counter-Hit. Danke. Seht ihr das? Normalerweise würde das gar nicht treffen. Aber wenn ihr das unter bestimmten Situationen vorplant, das ist jetzt wie zum Beispiel bei Law ein Reset. Deswegen gibt es diese Setup so gesehen, dieses mit welchem kleinen Combo kann ich im Großen mir fürs Große und Ganze einen Vorteil erschaffen. Ja, deswegen geht nicht jeder direkt auf Max Damage. Daran müsst ihr denken, weil wenn ihr die ganze Zeit nur euren Max Damage raushaut, kann es sein, ihr droppt den, ja, ihr kriegt nicht alles im Combo hin, habt gefailt, oder euer Gegner lernt den auswendig und weiß schon, wie er sich dagegen zu verteidigen hat. Deswegen sollt, wenn ihr andere Leute beobachtet, nicht immer wundern, vor allem wenn sie auf einem höheren Level spielen, nicht immer wundern, warum macht er gerade den Combo und nicht den, der viel mehr Schaden hinzufügen könnte, den Gegner hinzufügen könnte. Position und Range, Frames zählen. Ich sag mal so, ich erkläre es euch mal kurz so. Gleich zeige ich euch noch was ganz Besonderes. Das hat dann aber auch mit der Grafik zu tun, die gleich hier eingeblendet wird. Und zwar Range. Wenn der Gegner jetzt den hier macht, ja, ich backdash mal ein bisschen, dann weiß ich immer ungefähr, okay, ab wo ich stehen bleiben kann oder wann ich sidesteppen kann, damit er mich nicht trifft, damit ich ihn whiff punische. Seht ihr, Konter. Ihr müsst euch eure Position immer im Klaren sein, weil es kann auch sein, wenn ihr mal ein Combo macht, ja, wenn ihr mal ein Combo macht und das von der Seite zum Beispiel, macht mal, wenn ich jetzt den hier, mein Standard-Combo, so, 6-9. Na komm schon. Sechs, neun.
Und jetzt. Fünf. Seht ihr, der hat gar nicht erst getroffen. Das ist jetzt was ganz Spezielles bei Backturn. Aber selbst seitlich ist es der Fall. Seht ihr? Es kommt immer wirklich auf die Position an. Ihr müsst wirklich wissen, von welcher Position aus mache ich welchen Combo. Vor allem, wenn der Gegner sowas macht und ihr ihn dann punishen wollt. Also wenn es daneben geht, ihr macht so. Billig. Ja. Würde ich jetzt, na komm. Mach ihn doch mal. So. Das sind so Sachen, die treffen immer, die solltet ihr euch aneignen, so dass ihr wisst, okay, egal von welchem Winkel aus ich treffe, der funktioniert immer. Sowas zu haben ist sehr gut. Das kann auch sein, warum die meisten Leute, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum die meisten Leute nicht auf Max Damage gehen. Ja. Ja, und vor allem, ich meine, wenn ihr euch die Mühe machen wollt, dann macht's ruhig, es schadet nichts. Ja, ihr müsst halt dann nur euch sicher sein, okay, das ist jetzt wirklich von, keine Ahnung, links, rechts, Backturn, dass man wirklich sich sicher ist, wann, von wo man welchen Combo macht. Damit da keine Scheiße passiert, weil es könnte dann dazu führen, dass ihr den nicht richtig macht, ihr werdet gekontert und dann kassiert ihr dafür, weil ihr ihn fallen lassen habt. Ja, deswegen sollte man da sehr gut aufpassen. Dann hätten wir das, zum Schluss kommen wir zum Frames zählen. Ich zeige euch zuerst das Theoretische und dann nochmal das Detaillierte, weil ich habe mir da so eine kleine Grafik zusammengestellt, Shoutouts zu CutCC, von dem habe ich nämlich die Vorlage. Bevor dieses Video an sich hier endet, kommt es noch zum Schluss. Und zwar Frames zählen. Es gibt ja eine Frames-Tabelle, ihr könnt euch Apps, bla bla bla, dazu runterladen, habe ich euch schon erklärt. Aber wie ist das jetzt wie für mich, weil ich habe ja angefangen mit Frames zu schätzen. Ja, das hat auch was mit dem späteren Part zu tun, aber wie schätzt man Frames, okay? Wenn der Gegner jetzt, sagen wir mal, ich wäre jetzt der gegnerische Low, ich würde sowas machen. Ja, weil ihr müsst über, sagen wir, ein Standard ist immer One Jab oder One Two, das sind 10 Frames. Das ist das schnellste im Game. Schneller geht's nicht. Ja, etwas unter 10 Frames bei einem normalen Wild Standing Attacke findet ihr nicht. So, und jetzt könnt ihr abschätzen. Das ist etwas langsamer. Ich könnte jetzt nachgucken, ich mach's aber nicht. Es ist etwas langsamer als 10 Frames. Ja? Würde ich mich jetzt dagegen blocken, müsste ich aber einen Wild Standing Move machen. Aber mal gucken. Aufzeichnen. So. Abspielen. So, kein Schaden, dachte ich mir. So, weil dieser Move ungefähr so schnell ist wie ein 10-Hit-Frame-Jab. Ja, und ich kenne ehrlich gesagt keinen, der 10 Frames punishen kann. Würde man jetzt, es gibt ja auch diesen Unterschied von wegen, wann block ich, wann duck ich los oder wann low parry ich sie. Das zeige ich euch jetzt, weil das ist eigentlich, hat auch was damit zu tun. Das zeige ich euch jetzt auch noch ganz kurz. Habe ich wahrscheinlich schon gemacht, aber ich zeige es euch einfach nochmal. So. Und zwar, würde ich jetzt hier Low Pairing. Dann wäre das Beste, was mir persönlich einfällt, nochmal, das hier. So, 41 Schaden. Wenn ich jetzt aber Low Block, 65 Schaden. So. Wann weiß ich jetzt, okay, ich krieg mehr aus einer Low Parry als aus einem Low Block oder andersrum raus? Schätzungsweise ist es ganz einfach.
je länger die Attacke braucht, um zu treffen, je länger die Animation an sich ist und je langsamer sie an sich ist, desto mehr Schaden könnt ihr, andersrum, desto länger braucht sie zum Recovern. Was heißt, habe ich euch eigentlich schon erzählt, so Recovern nochmal ist, dass er von dem geblockten Zustand, ab da wo steht geblockt, wieder zu seinem normalen Stand kommt. Das ist die Recovery, ja. Je länger eine Animation, je krasser, je stärker ein Move ist, desto krasser die Recovery. Und je krasser die Recovery, desto mehr Freiraum zum Punishen habt ihr. Ja? Deswegen kann ich da auch Hopkick punishen, wenn ich Lust drauf habe. Weil ein Hopkick, der 13, 14 Frames ist, schneller ist als die Recovery von seinem Down Back 4. Ja, von dem hier. Würde ich jetzt hier... Seht ihr da... Also, sowas will ich da erst gar nicht rauskriegen. Und ihr müsstet da schon die krasseste... Ja, wirklich die krasseste Scheiße machen. Wartet mal ganz kurz. Ich versuch mal was für euch. Ne, ich krieg den nicht mal an die Wand. So, ihr müsstet da wirklich krass viel drauf haben, um gleich viel Damage aus einem Low Parry wie aus einem Low Block bzw. Low Stun Block rauszukriegen, weil dieses, wenn der Gegner sozusagen, es gibt ja Attacken, wartet, mal gucken, zeichnen wir mal mehrere auf, lassen wir den mal drin, den hier, dann machen wir den hier, ne, den wollte ich nicht ganz. Aufnahme starten, so. Dann machen wir. Welchen hat er noch? Ja, nehmen wir einfach den hier. Und dann noch den hier. So, jetzt haben wir vier verschiedene Lows. So. So, seht ihr das? Ich block jetzt alle. Er macht jetzt verschiedene. Alle gehen weiter, alle gehen durch, gar kein Problem. Aber diese mit den meisten Animationen und die auch unten sozusagen low am meisten Schaden machen, werden geblockt komplett. Ja, dagegen werdet ihr, schützt ihr euch nicht nur, sondern die werden komplett abgeblockt. Und da, das ist das Signal dafür, okay, Low Guard, also Verteidigung im Crouch, dagegen Low Block bzw. ist besser als Low Parry. Weil was kann ich, was hier jetzt steht kein Konter. Das war ein Konter. 38. Das war jetzt der krasseste Konter, den ich machen konnte. 70. 20 funktioniert nicht. Und das Ding ist, den ich gerade gemacht habe, der muss richtig krass getimed sein. Und wenn der Gegner aber währenddessen sich schützt, dann geht der zweite, glaube ich, gar nicht mal richtig durch. So. Dann mache ich bei dem kürzeren, mache ich da lieber die Low Parry. Weil da bin ich nämlich auf der sicheren Seite, die Max Damage rauszuholen. Ja? Das ist so dieses, wann low parry ich, wann low blocke ich. Und das hat dann auch was mit der Position zu tun. Weil je nachdem, wo ihr seid, könnt ihr den Gegner dazu zwingen, bestimmte Moves zu machen. Ja? Wenn jetzt die ganze Zeit, sagen wir jetzt mal low geht, ja, low, 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 low. Der wird sich dann denken, okay, dann mache ich halt eine Mid. Weil gegen Leute, die crouchen, ist Mid die beste Option. Ja? Und dann plötzlich, wisst ihr schon, weil ihr das vorausahnen könnt, dass er eine Mid macht. Ja? Sagen wir, ich nehme, welche Mid?
irgendeine. Ja, die hier, die ist die beste. So. Zack. So. Aufzeichnung nicht festgelegt, nicht festgelegt, nicht festgelegt. So. Ich mache jetzt die ganze Zeit so, ich provoziere ihn dazu, dass er nicht low geht. Und dann macht er das und dann mache ich so. Konter. Ja? Verstanden? Das hat alles mit Range, mit Position und mit den Frames zu tun, dass ihr auch wisst, wie ihr diesen. Ich hätte jetzt auch damit punishen können, aber da hätte ich keinen gescheiten Combo rausgekriegt. So. Wenn ihr das nicht seht, ihr müsst sozusagen Gefühl dafür kriegen. Ihr müsst euch eure Attacken angucken. Was ist die langsamere, was ist die schnellere? Wenn der Gegner die langsamere macht und ihr aber die schnellere drauf habt, dann könnte das mit dem Punish klappen. Im Fight steht dann natürlich nicht da, was für Counter, ob ihr jetzt Counter getroffen habt oder nicht. Aber dieses Gefühl entwickelt ihr durch Spielerfahrung. Das ist jetzt bei mir so gewesen, ja. Ich musste jetzt nicht alle Frames nachgucken, um zu wissen, wann ich wo punishen kann. Klar, wenn ihr dann wirklich so weit seid, dass ihr sagt, ich will mir diese Frames ansehen, statt es nur übers Gefühl zu machen, dann werdet ihr dann natürlich viel besser darin, weil es da genau auf dem Punkt draufsteht, was möglich ist und was nicht. Ja, von dem Recovery, von der Startup her, alles steht dann da drin. Aber ihr könnt es selbst schaffen, wenn ihr das nur durch Gefühl macht, weil es eigentlich schon ziemlich deutlich ist. Und wie gesagt, bei sowas low zu blocken anstatt low zu parry, weil man da mehr rauskriegt, das ist auch alles nur Frame-Sache, ja? So, das wäre eigentlich okay, einen kleinen Trick kann ich euch noch zeigen, und zwar, ihr wisst ja, sowas kann man low parry, ja? So. Und das ist ein Low. Na komm, mach. So. Jetzt aber Middle. Seht ihr das? Ich drücke unten und 2 oder unten und 1 müsste gehen. Es hängt vom Charakter ab. Das ist der sogenannte Low Jab. Manche sagen Mid Jab, manche sagen Dick Jab, whatever. Dieser ist Mittel. Und das ist wirklich eine der einzigen Ausnahmen. Jetzt nehmen wir den mal auf. So. Abspielen. Seht ihr das? Das ist ein Mid. Ich zeig's euch mal. Da steht Mid. Es ist kein Low. Und ich habe ihn trotzdem gelow parry. Das ist eine universale Ausnahme in Tekken. Weil es kein. Es ist außer. Also ich sag mal so unabhängige. Von Charakteren unabhängige Low Jabs gibt es nicht. Es gibt keine neutralen Low Jabs. Wie jetzt zum Beispiel ein Hopkick, das fast jeder Charakter hat oder so. Abgesehen, wenn es jetzt nicht um die spezielle Art des Charakters geht, es gibt keinen Charakter, der einen Low Jab hat. Das Mindeste, was ihr machen könnt, das ist Low, weil es eine besondere Attacke in Law's Moveless ist. Das hat nicht jeder Charakter, sondern es ist ganz speziell nur für Law gemacht. Ja, die kann man natürlich auch low parry, aber weil jeder, das sage ich jetzt mal, den tiefsten Punkt mit einem Jab, den Mid-Jab hat, kann man den auch low parry. Okay, und da gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel wenn ihr seht, Noctis, der hat so einen Speer, der geht down back to, der geht dann unten auf den Boden, das ist so seine Lanze. Die kann man zwar low blocken, aber nicht low parry. Ist auch eine Ausnahme. So. Das wär's jetzt eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ich habe nichts Besonderes vergessen, was ich euch jetzt hier zeigen wollte. Das mit den Setups habe ich euch gezeigt. Die Liste sind wir soweit durchgegangen. Mit den Frames solltet ihr jetzt eigentlich auch schon genug drauf haben. Ja, ansonsten zeige ich euch jetzt noch die Grafik. Ob es ist besser, wenn ich es euch so zeige. So, diese Pyramide, so Nahrungskette mäßig kann man sich jetzt denken, whatever.
eigentlich gehört es jetzt dazu, zu den Tekken Fundamentals, dass ihr diese immer ablaufen könnt, wenn ihr an den Punkt gekommen seid, wo ihr nicht wisst, wie ihr besser werden könnt. Darum geht's nämlich, okay? So, die ersten zwei Punkte sind sozusagen die Rubriken, die Überschriften. Die hätte ich jetzt noch farblich anmalen können oder whatever, ist aber egal. So, und zwar geht's hier um den ersten Teilbereich. Das eine ist die Intelligenz, also Brains, von wegen, was muss ich mir aneignen, wo muss ich denken? Und auf der anderen Seite, was mache ich intuitiv, nach Gefühl, vom Instinkt aus halt, ja? Um diese zwei Arten geht's. Damit muss man sozusagen klarkommen, das sind diese zwei Hauptfaktoren, wenn man Tekken spielt, okay? So, auf der Intelligenzseite geht's um Reaktion. Ihr seht, jemand greift low an, low blocken und low parry. Ihr seht, jemand macht sehr viele lineare Attacken. Dann Sidestep. Ich habe gerade überlegt, ob ich dazu noch Gameplay irgendwie mit aufnehmen soll, aber nee. So. Was gibt es noch? Ihr seht, euer Gegner macht sehr krasse, punishbare Moves. Ihr müsst direkt wissen, wie die zu punishen sind. Das ist dieser intelligente Part. Der intuitive Part, was ich euch gerade gezeigt habe, ist zum Beispiel, wenn ihr Frames nur schätzt, wenn ihr die Range einschätzt, wenn ihr den Sidestep und alles einschätzt. Und das ist jetzt in verschiedene Bereiche eingeteilt. Also, Reaktion und Schätzen. Das ist sozusagen der Hauptkern in Tekken. Um diese zwei handelt es sich so, diese Balance zwischen den Reaktionen und euren Schätzungen. Zu was reagiere ich, zu was kann ich reagieren, was kann ich einschätzen, wie schätze ich es ein. Diese zwei Sachen, je nachdem wie gut ihr diese gelevelt habt, das macht sozusagen euch als Spieler aus, wie gut ihr im Endeffekt seid. Natürlich müsst ihr viel dazulernen, wie das Spiel funktioniert und dies und das, damit ihr wirklich auch alles in Betracht ziehen könnt. Aber wenn ihr sozusagen die Basics schon hinter euch habt, also das, was ich euch eigentlich jetzt die ganze Zeit gezeigt habe, ja, und ihr kommt dann zu diesem Reaktion und auf der anderen Seite schätzen, diese Balance zu halten und zu gucken, wo mache ich was und wie mache ich wo am besten. Wenn ihr das drauf habt, das macht euch wirklich als Tekken-Spieler aus, okay? So, wie gesagt, das ist aber das Grobe, wir gehen immer weiter ins Detail. So, über der Reaktion, ja, damit ihr wisst, wie kann ich wo reagieren und wie sollte ich wo reagieren, gibt es die Frames, die wir auch gerade besprochen haben. Und zwar, ihr bewegt euch, ihr guckt, okay, was macht mein Gegner, Schätzung, warten, bis ihr auf was reagieren könnt und ihr seht, okay, der hat gerade mit Law ein Forward 3 gemacht, okay, alles klar, ein 3 plus 4 jetzt direkt nach dem Schützen oder ein Back 4-3 würde das punishen, weil ihr da, weiß ich nicht, wie viele Frames im Vorteil seid. Das ist so dieser Reaktions-Frame-Part, okay? Auf der anderen Seite, dieses Spacing ist so, weil ihr da beim Schätzen seid, ja, ihr schätzt da ja gerade erst nur, von wegen, ich backdashe jetzt, ich glaube, er macht es, aber wenn ich Spacing drauf habe, ist es ja jetzt egal, ob er die Attacke macht oder die Attacke macht, weil ich genug gespaced habe, weil ich weit genug nach hinten gegangen bin, wird eh beides nicht treffen und im Bestfall kommt er mir sogar so nah, dass ich gar nicht mehr hin muss, um ihn zu punishen. Ja, da müsst ihr gar nicht so über die Frames und alles nachdenken oder wie ihr eure Reaktion nachdenken, weil es eh nicht treffen wird. Das ist dieses Einschätzen und dieses Spacing, okay, wie weit gehe ich jetzt, damit, sage ich jetzt mal, die ersten drei Attacken von ihm daneben gehen, damit ich ihn danach aber direkt punishen kann. Versteht ihr, was ich meine? So, das ist dieser
Schätzen bzw. Spacing Part, um den es geht. Das ist die zweite Ebene. Die dritte Ebene, wo es jetzt, das ist eigentlich schon die letzte Ebene bei diesem Intelligenz gegen Intuition. Und zwar bei der Intelligenz ist es Offensive gegen Defensive, ja. Ihr wisst ja, jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück bei den Frames. Ihr wisst, wenn jetzt euch die Frames von den Charakter und euren Gegner angeguckt habt, okay, den Move kann ich punishen, den Move kann ich nicht punishen, jetzt hat er einen punishbaren Move gemacht und den Move kann ich aber nicht punishen bzw. kontern, weil er viel zu schnell ist und die Recovery ist da viel zu krass, dass ich da irgendwie was drücken könnte. So, je nachdem, nach den Frames, wo ihr jetzt wisst, okay, da kann ich punishen, da nicht, da könnt ihr jetzt entscheiden, greife ich jetzt an oder bleibe ich defensiv. Verstanden? Wenn ihr schon wisst, okay, der hat jetzt so einen krassen Move rausgehauen, den punish locker, dann geht ihr natürlich in die Offensive. Ihr seht aber, der macht nur kleine Pokes. Ja, nur so Annäherungsversuche. So 10 Frame Jabs und alles. Ihr wisst, das kann man nicht punishen. Ihr könntet versuchen, was draus zu zaubern, aber im Normalfall kann man sowas ja nicht punishen. Und deswegen geht ihr dann lieber in die Defensive. Ja, und das ist so dieser intelligente Part. Die Reaktion an sich, okay, wie reagiere ich? Welche Frames sind im Spiel? Zu welchen Frames kann ich mit welchen von meinen Frames reagieren? Und bei welchem Frame sehe ich, okay, da kann ich offensiv sein, da muss ich defensiv sein. So, das ist diese intelligente Seite. Die intuitive Seite ist das Movement an sich. Weil zu schätzen, wo ihr euch befinden solltet, zu spacen, damit ihr wisst, okay, die Attacken werden daneben gehen und so kann ich ihn, bei diesem Abstand kann ich ihn am besten punishen, das ist schon Movement an sich. Aber der Punkt ist, ihr sollt ja nicht immer nur ausweichen und weit genug zurück sein, um abzuwarten, bis der Gegner irgendwas macht, damit ihr dann kontern könnt. Weil wenn der Gegner jetzt zum Beispiel dasselbe vorhat, dann kommt es zu einem Timeout und ihr habt ein Double KO oder keine Ahnung was. Das ist ja auch nicht Ziel der Sache, ihr wollt ja gewinnen. So. Und außerdem ist es ja auch so, in einem Kampf könnt ihr ja, ihr könnt im Practice gehen und ihr könnt euch die von bestimmten Attacken die Länge, die Range geben, okay? Wie zum Beispiel jetzt Lost Forward Forward 3. Von wegen, wie weit geht das, beziehungsweise wie weit muss ich nach hinten, damit es swift, ja, damit es nicht trifft. Aber in einem Fight, wo ihr ständig in Bewegung seid und auf sehr, sehr vieles achtet und manchmal auch zu sehr nachdenkt, werdet ihr jetzt nicht gucken, okay, ich bin jetzt pixelgenau so weit weg genug, dass egal was so ein Move er macht, er whiffen wird und ich ihn dann auch gleich punishen kann. Das wird nicht passieren. Deswegen müsst ihr auch nicht nur zurückgehen, ihr müsst auch vorgehen, damit ihr den Gegner gleichzeitig auch nicht zu viel Freiraum gibt, ja, damit er sich ein bisschen eingeschränkt fühlt, weil ihr wollt ja nicht, dass er sozusagen alles benutzen kann, worauf er Lust hat. Das ist ja auch nicht Ziel der Sache. Deswegen geht es hier beim Schätzen nicht nur um das Spacing an sich, also um das Zurückgehen, um whiffen lassen, sondern auch, wann gehe ich nach vorne, um zu signalisieren, von wegen, du kannst nicht alles machen und ihn ein bisschen einzuschüchtern, von wegen, ich warte nur drauf, dass du irgendwas falsch drückst, damit ich das dann punishen kann. Versteht, das sind auch so Mindgames. So, und ja, das wäre dann sozusagen Intelligenz gegen Intuition. Das wäre der erste Block und der zweite Block ist, was man aber wirklich eigentlich nicht, was man von dieser Pyramide eigentlich komplett abschneiden könnte, weil es nicht so wichtig ist, um ein guter Tekken-Spieler zu sein. Wenn ihr wirklich Lust auf dieses Game, wirklich, wirklich Bock drauf habt und wirklich Zeit und Arbeit reinstecken wollt, dann macht es von mir aus. Ich zwinge euch nicht dazu. So sehe ich zwinge euch nicht dazu. Ich persönlich habe es gemacht. Also, Character Knowledges.
wie zum Beispiel, wie ich euch mit vorhin mit Horlang oder Jin diese Setups. Setups sind Character Knowledge oder ja, bestimmte Sachen, die nur bestimmte Charaktere mit bestimmten Moves durch bestimmte Positionen auslösen. Klingt zwar kompliziert, ist es so. Also Einzigartigkeiten von eurem Charakter, die auch nur wirklich er kann. Ja? Das ist so Character Knowledge oder auch so Flowcharts. Zum Beispiel, Lores drücken gerne immer nach 1-2-3, down-2-3. Weil man denkt immer nach dem 1-2-3, man kann interrupten, also dazwischen jabben und dann wird man von einem Low down-2-3 gepunished. Ja, weil man es versucht hat. So, das sind so Standard-Flowcharts, so automatische Abläufe, die die meisten Spieler machen. Ja, High-Level-Play, wirklich High-Level-Play ist wirklich, wenn ihr komplett von so gut wie möglich versucht, von eurem Flowchart rauszukommen, dass ihr so gut wie gar keinen mehr habt. Man kommt nicht hundertprozentig davon weg, aber wenn ihr, ich sag mal so, die besten Tekken-Spieler derzeitig haben von 0 auf 100 einen, sagen wir mal, zwischen 0 und 5% Flowchart ungefähr. Manche auch von 0 bis 10, aber die restlichen 90% sind komplett alle frei. Also nichts automatisiert, nichts vorgearbeitet oder sonst was, sondern alles komplett frei. Und je freier ihr zu etwas reagieren könnt, wo wegen Schätzen, Reaktion, desto besser seid ihr. So, dazu wie gesagt die Character Knowledge. Welcher Charakter kann was Besonderes, was auch nur er kann? Oder welche Charaktere machen was sehr oft, was ich auswendig lernen kann? Und dazu gibt es auch noch natürlich die Mind Games. Das hatten wir schon sehr lange her. Wenn ihr mit Absicht so tut, wenn ihr zum Beispiel beide spaced und ihr haut mit Absicht aus weiter Entfernung einen punishbaren Move raus, denkt sich der Gegner, boah geil, direkt punishen, hinrennen. Und bevor er euch angreift, macht ihr dann einen Move, der so gut wie gar nicht zu punishen ist und kriegt einen Counter dabei raus. Ja, ihr habt ihn sozusagen angelockt und verarscht. Das sind Mind Games. Die gehören natürlich auch zum Spiel dazu, ist aber nicht notwendig. Es geht eher um dieses Intelligenz und Intuition. Und wie gesagt, wenn ihr wirklich an einem Punkt seid, wo ihr denkt, okay, ich habe wirklich alles gegeben, ich habe alles gelernt, was ich lernen kann, weiter komme ich nicht, was soll ich machen, um ein besserer Spieler zu werden? Geht nochmal dieses Ding hier durch. Geht's nochmal durch, wie gesagt, ich habe es von KCC, der hat es auf Englisch gemacht, ich habe gerade überlegt, soll ich mein Tutorial jetzt weitermachen, ich habe genug Punkte, habe mir das nochmal gegeben, weil ich selbst auf so einen Punkt gekommen bin, habe gedacht, ey, das könnte ich eigentlich für meine Tutorials benutzen. Also nochmal, Shoutouts to KatCC. Und das wär's, wie gesagt, ich hoffe, meine Tipps haben euch irgendwie weitergebracht. Sollte es irgendwie, Fragen geben oder sonst was. Ihr habt irgendetwas nicht verstanden. Ihr kommt mit irgendetwas nicht klar. Ich kann für euch sogar ein Video aufnehmen, wo ich in Practice gehe und das euch zeige, womit ihr nicht klarkommt und sogar was ihr dagegen machen könnt. Von mir aus überhaupt keine Probleme damit, alright? So, das wär's dann soweit. Ich hoffe, ich habe jetzt so gut wie alles abgedeckt. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so viele Punkte finde, die ich noch wiederholen muss, aber man lernt nie aus. Vielleicht ist es in einem, sagen wir mal, halben Jahr wieder soweit. Und ja, das war's eigentlich. Thank you guys for watching. See you next time. Yeah, fuck that shit. The Blue Gangster is out. Peace, YouTube. Word.